Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonda, The Cloudcatcher Chronicles. Wir sind hier im Altkönigreich, wir haben endlich die Düsternis besiegt, da wir den Wolkenfänger repariert haben und müssen jetzt das Schriftstücke sammeln. Eines haben wir schon gefunden, mal schauen, ob wir jetzt das Glück haben und schon das zweite finden können. Also schauen wir mal bei dem Buch uns um, das ist verdächtig. Ein Buch über Geister, hier stehen ihre Namen und was sie gerne essen. Was ist das? Du hast ein Briefstück gefunden. Und hier? Irgendwas über das Studium von Geistern. Okay. Sehr gut, haben wir schon zwei. Da haben wir schon zwei. Das ist ja ein Wahnsinn. Da ist schon was dabei. Lala. So, und zack, zack. Wir hauen alles zusammen. Das können wir gut. Und das ohne Wut. Oh, was haben wir denn hier? Da ist sogar was gezeichnet auf die Wand. Auf der Wand. Hä, was haben wir denn da? Eine verblasste Kinderzeichnung. Ist das Aeri? Tatsächlich, da oben, schaut mal, mit einem Tor. Aha, wer auch immer das hier gezeichnet hat. Ein Spielzeug. Wirkt seltsam vertraut. Okay, was ist das? Du hast ein Briefstück gefunden. Ja, supi. Wer auch immer das gezeichnet hat, konnte Geister sehen. Verblasste Kinderzeichnungen, Bilder aus einer einfacheren und glücklicheren Zeit. Okay, da ist wieder dieses Einhorntierchen, was wir schon gezähmt haben. Schaut zumindest danach aus. Cool. Haben wir da jetzt schon alles? Alles, alles? Schaut aus, alles, alles. Das ist echt cool mit den Zeichnungen. So, aber hier sind wir dann, glaube ich, fertig, ne? Waren wir jetzt schon einmal alles umrundet? Ich glaube, da habe ich die Tür rausgetreten, ne? Ja, ich glaube schon. Dann, wo könnte noch was sein? Schau mal bei dem großen Gebäude da vielleicht. Da waren wir gerade drinnen. Das scheint ein Wohnhaus eben gewesen zu sein mit einem Kind. Vielleicht kannten wir das Kind oder so, oder... Vielleicht hatten wir selber mal so ein Spielzeug. So, zack, zack, zack. Und hier noch eine Kiste. Da ist nichts. Da haben wir noch ein Bild. Was haben wir denn da? Das Bild eines blühenden Palastes. Okay. Das Bild eines blühenden Palastes. Was haben wir da? Der Wolkenfänger, wie er einmal war. Okay. Ja, jetzt schaut er jetzt ziemlich ähnlich aus schon. Aber da ist so viel Grün rundherum. Da ist jetzt eigentlich nur Wüste, ne? Das heißt, hier war einmal ein grünes Land. Was haben wir da? Ein kleines Familienporträt. Die Eltern sind ganz verzückt von ihrem Baby. Oh. Was ist das? Du hast ein Briefstück gefunden. Okay. Hm. Und zack. Und zack. Und mit Schwung. Bam, da ist nichts drin. La la la. La la la. Jetzt haben wir erst vier, ne? Ja, vier Briefstücke haben wir erst. Oh, eine Truhe. Mit Münzen. Tja. Wo könnte denn da noch eines sein? Hm. La la la. Hier drinnen, was haben wir da? Ist da noch was zum Kaputthauen? Nein. Dam, da, da. Da, da. Hier geht es ja auch nirgendwo weiter. Schauen wir mal nochmal da unten drunten. Jetzt habe ich einfach was übersehen. Schauen wir mal. Da ist auch noch was zum Kaputthauen. Bam. Ah, da. Aha, da kann ich auch noch eine Tür eintreten. Bam. Mal schauen. Was haben wir denn da? Geht's da weiter? Na? Ah, da ist ein Buch. Was haben wir denn hier? Ein altes Tagebuch. Nur die letzte Seite ist noch lesbar. Heute kommt unser Kind auf die Welt. Wir sind voller Hoffnung und werden alles tun, damit das Kind ein schönes Leben hat. Was ist das? Du hast ein Briefstück gefunden. Supi. Aha, wir haben alle. Wir sind der König und die Königin von Gemea. Du bist unser liebes Kind. Von königlichem Blut und mit der Gabe zwischen den Welten zu sehen. Okay.
Aber du hattest keine leichte Geburt. Du warst ein kränkliches, schwaches Baby und wurdest immer schwächer. Oh, oje. Wir haben den Wolkenfänger benutzt, um dich zu heilen und immer mehr vom Strom des Lebens angezapft, bis du gesund und stark warst. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, aber für so etwas war der Wolkenfänger nicht gemacht. Als er kaputt ging, war das auch das Ende von Gemea, wie wir es kannten. Na toll, die Eltern haben alles aufgegeben für ihr Baby. Sogar ihr eigenes Leben und das Leben ihres Volkes. Jetzt ist der Himmel zerrissen und der Palast in Düsternis gehüllt. Aeri hat dich in Sicherheit gebracht, doch ich fürchte, für uns ist es zu spät. Na super. Du sollst wissen, dass wir nichts bereuen. Vom Moment deiner Geburt an wussten wir, dass du etwas ganz Besonderes bist. Egal, was es uns gekostet hat, du warst es wert. Ja, die Liebe der Eltern, ne? Nach all der Zeit bist du zurück. Dann kommt auch noch Gewitter, ne? Willkommen zu Hause. Das ist jetzt aber nicht schön. Das passt jetzt nicht gut. Aha. Oh, zu Ende. Schluss aus. Aha. Das ging jetzt aber schnell. Lol, mit Gewitter. Wie wir hergekommen waren, war ja ein Unwetter. Und wenn wir das Spiel beenden, ist auch Unwetter. Das ist ja, das passt ja schön zusammen, oder? Sehr schön. Okay, jetzt hätten wir halt noch ein paar Quests offen gehabt. Aber, naja, scheint Ende aus Ende zu sein, ne? Ja. Aber so finde ich, zum Entspannen ist es ein ganz liebes Spiel. Klein, aber fein. Finde ich jetzt. Jo. Freilich, wenn man was Anspruchsvolleres haben möchte, kann man sich auch gern ein anderes Spiel wählen. Aber trotzdem, ich finde es recht nett gemacht, muss ich echt sagen. Für ein kleines Spielchen ist es echt nett. Es ist auch sehr liebevoll gemacht mit den Tierchen und so. Das ist schon was Tolles. Jo. Ich vergleiche es halt gern wie mit Animal Crossing, ne? Da hast du jetzt auch nicht so eine Open World wie, keine Ahnung, bei Elder Scrolls, Skyrim zum Beispiel oder so. Braucht es auch gar nicht. Weniger ist ja oft mehr. Und wie gesagt, zum Schulden bauen reicht ja ein Haus und eine Insel, oder? Solange Tom Nook einen da das Heisel verkauft, ne? Ja, wird man nie schuldenfrei sein. Oder zumindest wird es sehr lange dauern. Und hier ist es halt so, viele Bauernhöfe, man kann sie selber bewirtschaften, man kann jemanden einstellen, der das für einen macht, ist vielleicht gar nicht so schlecht, ist das Ganze ein bisschen stressfreier, man erfährt was von seiner Vergangenheit, man kann dann, wir sind scheinbar eine Prinzessin dann, oder wie, ne? Prinz, Prinzessin von dem Reich hier. Und, ja, wir konnten unserem Volk helfen. Das ist ja alles lieb und schön, finde ich. Cool wäre es halt gewesen noch, wenn wir hätten können, das Königreich wieder aufbauen. Okay. Okay. Du kennst jetzt deine Vergangenheit. Aber was ist mit deiner Zukunft? Es gibt immer noch Orte zu entdecken, Dinge zu lernen und Wunder zu finden. Okay. Hm. Und am wichtigsten, Gemea braucht immer noch deine Hilfe. Du hast schon viel getan, aber es gibt noch viel mehr zu tun. Du allein entscheidest, was du nun tun willst. Okay. Entdecke die Wahrheit. Okay. Wir können noch was machen. Ich dachte, es wäre schon Ende Schluss aus. Ja, cool. Schau, da sind lauter Gerüste. Können wir da jetzt echt das wieder aufbauen? Also das wäre echt cool. Quests gibt's auch. Ja, Hallöchen. Hörli der Alte. Grüße. Hallo. Falls du den Handwerksmeister suchst, ja. Ja. Ich bin's, ne? Okay, okay. Vielleicht bin ich es doch. Aber ich würde viel lieber angeln als... Also schlecht. Du gehst einfach nicht weg, oder? Na gut. Dann eben weiter im Text. Willkommen, ich bin Haronikus Albert Rocho Samuel Hurlstone.
Versuch gar nicht, dass ihr das alles zu merken. Das schaffst du ja eh nicht, so doof wie du bist. Junges Gemüse ist sowieso zum Vergessen, Herr Tadox. Das wahre Gedächtnis haben nur wir Alten. Ja, weil wir wissen alles. Alles. Das wird immer so sein. Und du wirst immer jung bleiben und dumm. Genau. Nimm mich einfach alter Hurley. Ja. Möchtest du die Aufgabe beginnen, ein Handwerksmeister zu werden? Ich bitte darum. Schätze, du willst ein Handwerksmeister werden? Hab nie verstanden, warum es nicht Handwerksmeisterin heißt. Frauen können das mindestens genauso gut. Also für einen alten Mann ist er doch nicht so dämlich. Muss man echt sagen, das hast du gut und schlau beobachtet, Freund. Nee, du willst nicht wirklich ein Handwerksmeister werden, oder? Weil ich schäme überhaupt nicht, das jetzt beizubringen, ehrlich gesagt. Aber naja, du bist immer noch da. Naja, du willst dieses Handwerksmeister-Ding also wirklich durchziehen? Muss das denn jetzt wirklich sein? Okay, Maschine, ob ich es noch richtig im Kopf habe? Ah ja, natürlich. Okay, ich war schon wieder. Bring mir zwei Kurzwaren, zweimal Stoff, zwei Lederstreifen und Farbstoff lila. Aber nur, wenn du das wirklich willst. Verstanden? Ich mach der Wahl lieber nichts außer Aulen. Jawohl. Jo, okay. Okay. Kurzwaren haben wir genug. Lederstreifen, Stoff und Farbstoff. Kann ich Lederstreifen? Geht das schon? Kann ich die bauen? Farbstoff lila. Da bräuchte ich rot und blau. Aber ich glaube, habe ich da nicht noch was gelagert? Lederstreifen, die auf jeden Fall. Mir fehlt der Pelz. Scheiße. Ich muss sowieso mal was bauen. Und zwar die Reiseknoten. 4, 5. Okay, dann werde ich mal schauen, ob ich rein zufällig ein Todelglück, hoppala, ein Todelglück habe und ob ich rein zufällig in einem der Bauernhöfe was bunkern habe. Ich schaue einfach mal beim örtlichen Bauernhof vorbei. Es ist eh wurscht, das ist ja alles zusammengelegt. Schauen wir mal, ob wir da was lagern haben, ne? So, was haben wir denn da? Weg. Farbstoff rot, Farbstoff blau, Seide, Kartoffelpelz habe ich. Ja, da nehme ich gleich einen mit. Farbstoff weiß. Blau und rot ergibt die Violett, ne? So. Blau und Rot ergibt Violett, also lila, und ein Lederstreifen. Jetzt müssen wir es haben, oder? Mal kurz hier weg, wenn es geht. Ja, jetzt habe ich es bei Hurley abgeben. Dann gehen wir mal. Hurley. Gehen wir zum Hurley. Zum Harley. So. Zum Opa Harley. So. Hurley der Alte, der Herbie der Alte. Lalala. So. Gut, dann hätten wir das auch. Scheiße, dass man sprinten kann. Es könnte auch sein, dass man sprinten kann. Ich habe noch nie herausgefunden, wie es geht. Wäre alles möglich. Lalala. La la la. Dann schauen wir mal, was der uns beibringen kann, oder? Heureka. Oh, da ist noch eine Quest. Hallo, wer bist denn du? Ja, Georgia. Oh. Legenden zufolge durchstreifte vor langer Zeit ein ganz besonderes Tier dieses Land. Der Kirin. Ein Kirin? Das hört sich schon fast an wie so ein Genie. Der Kirin erscheint nur in Zeiten des großen Friedens. Ich träume davon, eines Tages den Kirin zu sehen, aber dafür müssen alle Regionen des Landes befriedet sein. Ist das normal, das Wort? Befriedet? Ja. Bitte, ich glaube, dass du der Einzige bist, der dieses Land vereinen und den Kirin zurückbringen kann.
Steige Zufriedenheit. Zufrieden, okay. 5 verfügbare Aufgaben. Meine Güte. Hi. Der Kirin ist nach Gemea zurückgekehrt. Hä? Da Gemea dank deiner Hilfe auf dem Weg der Besserung ist, können wir endlich über eine Zukunft nachdenken. Du bist wahrhaftig der Retter dieses Landes, Geist. Also ja, hab vielen, vielen Dank. Echt, das ist so schnell? Da waren gar keine Häkchen. Okay. Geschenkte Quest, passt doch, oder? Fertig. Hallo. Ja, jetzt ist der echt wieder da. Ich dachte, ich könnte jetzt endlich mal eine Ruhe haben. Aber jetzt kommt der schon wieder. Wahrscheinlich hat der mal die richtigen Sachen mitgebracht. Oh, du hast alles. Scheiße, ist ja doch alles. Okay, nun hier hast du dann wohl das Rezept, um weitere Sachen herzustellen. Gib am besten einfach auf. Das ist bestimmt viel zu schwierig für dich. Danke. Leinenrucksack herstellen. Der ist aber hübsch. Meisterwerkzeug. Okay. Dann gucken wir doch mal. Ich habe da sogar schon alles. Okay. Stellen wir mal einmal her. So, da. Entschuldigung, falscher Knopf. So. Und du hast wohl endlich gemacht, worum ich dich gebeten habe. Okay, du bist jetzt ein Handwerksmeister. Toll, juhu, bla bla bla. Schätze, du erwartest jetzt eine Art Belohnung oder so. Seht mich an, ich bin ein Handwerksmeister. Ich bin so toll, ich verdiene eine Belohnung. Na gut, pass auf, geh und stell etwas her. Jawohl. Handwerksmeister. Jawohl, zack, zack. Alle Aufgaben im Gebiet Glanzsand erfüllt. Wow. Goldener Lederturnister. Aha. Kunstvoller Rucksack. Schatztruhenrucksack. Dekoriertes Ei, okay. Exquisiter Kuchen. Fast Food. Nom nom. Zum Burger wäre auch mal nicht schlecht. Fischküchlein. Eleganter Futtertrog. Aha, das hört sich gut an. Schmetterling. Busch im Topf. Was ist denn das für ein Gericht? Blaues Shampoo. Türkises Shampoo. Grünes Shampoo. Oranges Shampoo. 3 Stunden später. Rosarotes Shampoo. Wahnsinn. Lila Shampoo. Silbernes Shampoo. Shorts. Enge Höschen. Katzentotem. Ein Katzentotem. Gruffelkuchenstapel. Eleganter Wasserdruck. Okay. Ah, jetzt ist einmal Ruhe. Wahnsinn. Okay, da haben wir doch einiges. Ah je. Kurzwaren braucht man einen Haufen und Stoff. Das wollte ich jetzt sagen. Vergessen. So. Na gut, die Quest hätten wir auch. Was haben wir da drüben? Da ist auch eine Quest. Achso, das ist die wieder, die was bestellen. Okay, da habe ich nichts zu bestellen. Okay. Wir haben da, das heißt, das eine Viechlein ist jetzt auch aktiv. Das seltene Tier. Überall in diesem Land kann man es antreffen. Diesen Kirin. Meinen Sie jetzt mit Land tatsächlich das ganze Gemäher oder meinen Sie nur hier das Altkönigreich? Und kann man es auch zähmen? Kann man das auch zähmen? Das wäre meine Frage. Kann man es auch behalten? Das wäre schön. Ja, wenn es aber einzigartig ist, das Tier, ne? Also eigentlich irgendwie vom Aussterben bedroht ist, sollte man es vielleicht nicht unbedingt fangen. Vor allem, wenn es das letzte seiner Art ist, möchte es vielleicht doch lieber gern die letzten Tage seiner Existenz in Freiheit verbringen, vielleicht. Naja. Gut.
Das zu dem, was stellen wir denn als nächstes an? Wir könnten noch die paar Quests, die wir haben, fertig machen. Wir könnten aber auch... Ist da hinten eine Katze? Na, kann ja gar nicht sein, die haben wir doch schon alle. Ah, das hat so komisch ausgeschaut, das dachte ich, da wäre was. Wir könnten aber auch die Bauernhöfe noch fertig ausbauen. Da ist noch eine Truhe. Wir haben jetzt quasi irgendwie Narrenfreiheit, ne? Narrenfreiheit. Also ein Viech ist jetzt irgendwo nirgends aufgetaucht, ne? Und irgendwie gibt es jetzt aber auch keine Quest, dass wir unser Königreich hier aufbauen könnten. Passiert das automatisch, wenn wir alle Quests gemacht haben, die es so gibt? Fragen über Fragen, ehrlich gesagt. Mysteriös. Ich schaue mich hier mal kurz ein bisschen um. Ja, hallo. Ja, ja. Mieps, mieps. Aber ich glaube mir, dass sich jetzt da irgendwas geändert oder verändert hat. Ja. Bau irgendwas hat es geheißen als Auftrag, ne? Was haben wir denn hier? Ah ja, da hätten wir noch eine Steinbrücke zu bauen. Das mit den Katzen, ich kann nicht sagen, ob ich das hinkriege. 10 Katzen, 20 Katzen, 30 Katzen, nicht einmal 40 Katzen haben wir gerade. Wow! WTF. Ach du Heilige. Jo. Ich bin gerade planlos. Sollen wir die Barquest, die wir hier haben, noch fertig machen? Und dann das Spiel es sein lassen? Was brauchte ich denn für Kurzwaren? War das jetzt auch hier dabei? Ja. Spitzenfische brauche ich. Okay. Jetzt brauche ich noch wie viel Spitzenfisch? 5. Wie war das schnell mit dem Fisch? Da gibt es eine Fisch-Enzyklopädie. Spitzenfisch. Zu finden in Seen. Weit verbreiteter Fisch in Flüssen. Heißt so wegen seiner in Spitze erinnerte Flossen. Jetzt ist die Frage, ob ich hier auch schon fischen darf. Ob das wurscht ist. Ob das hier ein Wüstengebiet ist oder nicht. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Weil dann könnte ich mein Glück ja gleich mal hier probieren eigentlich, ne? Platsch. Ob es hier Spitzenfische schon gibt. Brauche ich nicht irgendwo hinlaufen. La la la. Dann würde ich sagen, machen wir noch die 3 Quests hier oder so fertig, ne? Die Brückenquests. Aha, das war gleich ein Diebfisch. Und, ja. Ja. Würde ich mal sagen, probieren wir es mal. Schwupp. La la la. La la la. Und dann? Ah, da wäre vielleicht einer. Das könnte jetzt aber auch ein Mitternachtsfisch sein. Also ein Geisterfisch. Ist glaube ich zu früh für den Geisterfisch. Na. Herrschaftszeiten. Puh. Gleich hammern. Jawohl. Spitzenfisch. Sehr gut. Jo. La la la. La la la. La 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 la. Ich brauche noch 4 Spitzenfisch, na klar. So. Jo. Ich würde mal sagen, schauen wir mal, wie es da läuft so mit den Quests. Ne? Machen wir mal die 3 nach Möglichkeit fertig. Oder zumindest 2, das mit den Katzen, habe ich keine Ahnung, ob ich das fertig machen möchte. Oh, boah, was sind das für Oschi?
Da will ich fast fangen. Ist das dann so eine, oh Gott, so eine Art Mondfisch? Oi. Das ist schwierig, den zu fangen, den zu kriegen. Oi. Der schwimmt doch so komisch. Die kleinen Fische sind da jetzt echt eine Bedrohung. Ich will schon wenn den großen. Na. Vielleicht mal andere Richtung. Scheiße. Jetzt aber. Jawohl. Schauen, ob ich ihn rauskriege. Ob ich den schon habe oder ob das eine neue Sorte ist. So, ja. Es ist halt nicht so einfach. Gleich haben wir. Hoffentlich. Ja. Alter. Jawohl. Königsfisch. Aha, okay. Nichts Besonderes. Doch, den hatten wir noch nicht. Königsfisch, okay. Na, Fisch. Und weiter. Ich brauche noch ein paar Spitzenfische. Dann können wir bei der Vera Starkarm das abgeben und dann werden wir noch die Brücke bauen. Ja, und dann schauen wir weiter. Weil mit den Katzen, wie gesagt, weiß ich nicht, ob wir noch so lange Katzen suchen sollen. Weil es ist ja tatsächlich so, es würden schon andere Projekte auf uns warten. Eines habe ich ja schon im Augenschein. Da ist er. Spitzfisch. Komm. Spitzfisch. Na, nicht der Kleine. Du. Na, pfui. Bitte nur den Spitzfisch. Schau dir den Kleinen an. Schau. Jawohl. Das war Glück. Ich habe jetzt riskiert. Wenn jetzt der kleine Tippfisch schneller gewesen wäre, hätte ich mich wieder angeschaut. So. Jawohl. Ein Spitzenfisch. Sehr gut. Quatsch. So, da brauchen wir noch ein paar Fischi. Ein paar Fischi. La 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 la. Fischilein. Tja. Der Part ist dann auch bald zu Ende. Jo. Bei dem weiß ich nicht, ob das jetzt ein Spitzenfisch ist. Der wirkt recht groß. Nein! Boah, Glück gehabt. Großer Fisch. Der ist auch ein großer Fisch, ne? Größer. Mach schnapp. Komm, du großes Ungetüm. Alter. Der Fisch ist aber nicht spitze. Ja, unwahrscheinlich, oder? Jetzt sind sie alle auf dem Hauf. Alter! Ich hätte gern einen Spitzenfisch. Nein? Jetzt dauert das eine Ewigkeit. Schau! Wenn man sowas möchte, kriegt man das nicht hin. So, ich hoffe, ich habe ihn erwischt. So, na komm. So. Und? Alter Stief. Das ist nicht witzig.
2 Fischlein habe ich erst. Oh Gott. Brauche ich noch 3. Boah. Okay, der Part ist auch zu Ende. Na gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, beenden wir den mal. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.